Yo, yo, Leute, herzlich willkommen bei Stranded Deep. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier. Wir sind auf eine andere Insel rübergefahren. Denn auf der Insel, wo wir uns eigentlich ansiedeln wollten, gibt es scheinbar einfach keine Yuccas. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall ein paar Steine und so weiter mitnehmen. Die können wir auf jeden Fall nämlich sehr gut gebrauchen auf unserer Insel. Ja, Plank Scrap. Also davon haben wir richtig viel auf unserer Insel. Ich nehme erstmal ein paar Sticks mit und ein bisschen Steine halt. Das ist das, was wir brauchen. Und ich hoffe, dass es hier halt ein paar Yuccas gibt. Entweder haben die halt ihr Aussehen komplett geändert. Oder aber ich habe einfach nur absolut gar keine Ahnung mehr von dem Spiel. Wow, das ist auch eine mega große Insel. Ey, ich muss mich mal eben, warte mal. Oh, muss mich einmal eben hier etwas anders hinsetzen. Hatte irgendwie jetzt nicht gerade die bequemste Position gefunden. So, sorry Leute. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 20 Minuten. So, komm schon Spiel, erzähl mir nicht, dass es hier auch keine Yuccas gibt. Die sind doch essentiell für den Anfang. Hier ist schon wieder so ein Dingens. Ich würde aber gerne erstmal Steine mitnehmen, weil ich halt weiß, wie wichtig Steine sind. Obwohl ich weiß auch gar nicht, wie wichtig diese neuen Ressourcen sind. Ich müsste auch demnächst mal ein bisschen was schnabulieren. Trinken. Hunger. Das ist ein Baum. Vielleicht bekommt man jetzt auch von diesen kleinen Bäumen... Warte mal. Wir können ja mal diesen kleinen Baum... Vielleicht gibt der einen jetzt auch die Lashings. Oh, guck mal, da kommen sogar Blätter oder... Nee, das sind einfach nur Sticks dann, okay. Hier war da noch ein Stick, da. Die zerbrechen einfach nur zu Sticks. Auch die geben uns keine Lashings. Das ist nicht euer Ernst. Muss doch irgendwie möglich sein, hier an Lashings zu kommen, Freunde. Da unten ist auch nur die Potato-Pflanze. Kartoffeln. Ach, ey. So, ordentlich Steine. Das ist geil. Da können wir auf jeden Fall ein Lagerfeuer dann wieder bauen. Wenn wir auf unserer richtigen Insel... Da! Leute! Das ist eine Yucca. Yay! Da vorne rechts ist sogar noch eine. Yay! Lashings! Boah, okay. Lashings werden scheinbar eine Ressource, die ziemlich knapp werden wird bei uns. Müssen wir immer extra auf diese blöde Insel hier rüber, um so ein paar Bänder zu kriegen. 4 Stück haben wir gerade mal. Das ist echt wenig. Boah, okay. Ja, früher waren es die Steine, jetzt sind es die Lashings scheinbar. Aber die Lashings wachsen immerhin nach, Steine nicht. Also, zumindest soweit ich weiß. Ich kann mich natürlich auch täuschen. So, von den Dingern liegen hier auch recht viele rum. Deswegen werde ich die mal mitnehmen. Ich finde es geil, dass sie das Inventar vergrößert haben. Und zwar, sie haben es fast doppelt so groß gemacht. Ich glaube, vorher hatte man... Ah, da ist wieder Metall. Metall werde ich mitnehmen. Vielleicht kann man daraus halt bessere Werkzeuge herstellen. Das wäre richtig geil, wenn das jetzt möglich wäre, dass du halt nicht nur diese Billigwerkzeuge herstellen kannst. Und hier der erste wunderschöne Sonnenaufgang mal wieder bei Stranded Deep, Freunde. Könnt sagen, was ihr wollt, aber ich finde das Spiel ist echt hübsch. Ich mag das Spiel. Da vorne, ne, ist nur ein Bäumchen. Ich überlege gerade, ob ich darüber schwimmen soll. In der Hoffnung, dass da noch ein paar Lashings sind. Noch ein paar Yuccas, die wir abfarmen können. Hier im Inneren ist auch nichts. Aber die Inseln sind so viel schöner als vorher. Wow, ich bin echt begeistert. Also was ich halt immer noch richtig geil finden würde, wenn es im späteren Spielverlauf, wenn man ein bisschen weiterkommt, größere Inseln geben wird. Obwohl, kann ja sein, dass sie das auch schon implementiert haben. Wie gesagt, das ist jetzt ja seit langer Zeit mal wieder die erste Runde von mir hier bei Stranded Deep. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was hier noch so alles kommt. Aber ich glaube nicht, dass die so einen großen Sprung gemacht haben. Ich habe das Gefühl, die haben die komplette Grafik-Engine irgendwie überarbeitet. Oh, guck mal, was liegt denn da? Was ist das denn? Tarp. Das ist so eine Regenplane, cool. Vielleicht kann man damit so ein bisschen Regen auffangen, wenn man die irgendwie so spannt. So, ich muss auf jeden Fall meine Kokosnuss schnabulieren. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Achso, wahrscheinlich, warte. Muss ich das doch nochmal hier hin tun? Ah, guck mal, da vorne liegt noch so ein Ding. Wieso? Ist doch verarsche jetzt. Mach ich's halt so. So, jetzt müssen wir die erst wieder aufstechen. Hey. Hä, verstehe ich nicht. Geht das nicht mehr so? Geht das jetzt anders? Can be cut open.
Die will aber nur rollen. Was ist los mit der? Haben sie das geändert? Braucht man da eine Axt für oder so? Keine Ahnung. So, die ist jetzt hierher gerollt. Weiß nicht, warum das so auflädt. Okay, keine Ahnung. Wie sieht's denn aus mit meinem... Boah, hab schon Hunger. Muss auf jeden Fall mal was schnabulieren. So, dann nehmen wir das hier mit. Hab. Den anderen würde ich auch gern wieder mitnehmen. Und dann muss ich echt schnell zu der anderen Insel rüber. Und muss mir was überlegen. Zumindest ein Feuer machen vielleicht. Dass wir... Hatte man eigentlich immer schon Feuerzeug? Ja, ne? Ich glaube schon. Vielleicht ein Feuer schnell machen. Ich muss mal eben schauen, ob hier noch Yukas sind. Obwohl, eigentlich habe ich keine Zeit mehr, ne? Ich hau erstmal ab. Mit 4 Dingens komme ich zwar echt überhaupt nicht weit. 4 Lashings, das ist ja lächerlich. Kann ich überhaupt nichts mitmachen. Ist hier noch irgendwie eine... Nee. Irgendwie eine Kokosnuss. Aber es gibt wesentlich mehr Palmen auf einer Insel. Das heißt auch mehr Holz. Da muss man immerhin nicht mehr, wenn man eine Basis errichten will, so mega weit umherfahren. Und so mega viel Holz... Warte mal, vielleicht... Ich erinnere mich noch, warte mal, man konnte die doch auch. Die kann ich überhaupt nicht nehmen. Shit. Ach, das Klettern, ne? Da stand ich... Da war ich früher schon auf Kriegsfuß mit. Okay. Wofür habe ich denn noch Platz? Stahl und diese... 2 von diesen Dingern. Ich weiß, eins war... Mist. Eins war doch hier vorne noch irgendwie. Von diesen... komischen Wellblechdingern. Ich weiß nicht, ob das irgendwie alte Container sein sollen. Kriege ich hier noch? Stick kriege ich nicht mehr mit. Genau, hier war eins. Und ich bin mir nicht sicher, ob hier noch eins war, aber notfalls kriege ich noch einen Stein mit. Auch nicht. Naja, ich muss echt nach Haus, Leute. Wow. Am besten Laggy, nicht? So, Potato. Die sollte ich aber nicht roh essen. Oh, guck mal, hier liegt auch noch Stahl. Okay, nee, wir gehen erstmal rüber. So, Paddel in die Hand. Krieg so eine gepoddelt, Junge. Das ist einfach nur, ja. So, und rüber mit uns. Auf der Insel hier wollten wir uns niederlassen, deswegen paddeln wir einfach mal direkt dorthin. Und ich hoffe, dass er jetzt nicht... Dass er jetzt nicht irgendwie total außer Kraft ist gleich, wenn wir drüben ankommen. Ich hoffe, dass wir das noch schaffen. Ich habe noch keinen Haifisch gesehen. Ich frage mich, ob es neue Haiarten gibt. Es gab Tigerhai, weißen Hai. Gab's noch einen dritten? Ich bin mir nicht sicher. Es gab einen Walfisch. Ein Walfisch, hört sich immer komisch an. Es gab einen Wal. Es gab einen Stachelrochen, es gab Schildkröten. Was gab's denn noch? Ah, es gab, ich weiß, was es noch für einen Gegner gab. Einen Schwertfisch, nee, so ein Marlin. Wie heißen die? Sägefisch. Sägefisch sind die mit den Zehen am Rand. Schwertfisch, ne? Ist richtig, oder? So ein blauer Marlin, oder wie die heißen. Keine Ahnung. Ich bin kein Meeresbiologe. Was gab's noch? Es gab diese giftigen Fische. Es gab Seeigel. Es gab halt so recht viele kleine Fischarten, sag ich mal, die man einfach so jagen konnte mit dem Speer. Und dann konntest du Om Nom Nom machen. Apropos Om Nom Nom, ne? Sollten echt mal irgendwie was zu schnabulieren machen. So, ich glaube, es geht schneller, wenn ich das Ding ziehe. Komm, zack, ab aus dem Wasser mit dir. So. Das Paddel legen wir daneben. Und das kriege ich auf jeden Fall noch mit. Dann eine Axt bauen. Dann brauchen wir ziemlich schnell noch ein Dingens. Ah, guck mal hier. Zack. Eine Axt bauen, dann brauchen wir ziemlich schnell noch ein Lagerfeuer. Und, immer wieder schön bei Stranded Deep, wenn du die ganzen Sachen einfach irgendwie auf einen Haufen schmeißt. Und nachher, wenn ich die zusammenbauen will, hier planen. Die eine Plane, ey. Wollt ihr die eigentlich nur hier hinlegen, aber mein Charakter ist irgendwie scheinbar doch noch ein bisschen bei Kräften, ey. So wie das, wow. So wie das hier durch die Gegend fetzt. So, wo ist der Scheiß denn jetzt ganz hingeflogen? Da. Pff. Kann mich doch verarschen.
Flanken. So, jetzt zumindest mal eine Axt bauen. Eine Axt. Lashing läuft. So. Ah ja, doch, hier. Zack, jetzt habe ich eine Axt. Sehr gut. So, du gehst hier hin. Und dann wollen wir mal gucken. Ein Lagerfeuer. Craften wir. Und das stellen wir natürlich hier an den Strand. Das ist immer sehr schön. So, jetzt brauchten wir... Theoretisch würde das jetzt schon reichen, aber ich würde gerne eigentlich... Warte mal, was brauchen wir hierfür nochmal? Drei Steine und ein Campfire. Okay, das kriegen wir ja wohl hin. Drei Steine sind easy. Ein, zwei, drei Steine. Ich glaube, das waren auch mal wesentlich mehr, oder? Oder konnte man das schon immer mit drei Steinen? Bin mir nicht sicher. So, zack. Und jetzt direkt vielleicht so ein Grill draus machen. So ein Pyro-Grill. Campfire brauchen wir. Fire Pit haben wir. Drei Sticks und ein Lashing. Wow, das ist echt wenig. Drei Sticks, ein Lashing. Lashings haben wir ja so viele. Haha. Hm. Stick, Stick, Stick. Oh Mann, ey. Krass. So, das geht dahin. Und die drei Sticks gehen dahin. Und dann bauen wir so ein Ding. Und ja, das bringt mir jetzt eigentlich gerade gar nichts. Weil ich ja noch gar nichts gejagt habe. Ich sollte mal schnell eine Kokosnuss jagen. Vielleicht geht das ja jetzt. Vielleicht muss ich die auch wirklich jetzt einfach nur auf den Boden schmeißen. Ging ja früher auch. Du konntest ja auch auf den Boden schmeißen mit voller Wucht. Verstehe ich nicht. So nimmt er die, okay. Mal schauen, ob das mit der Axt geht. Nee. Keine Ahnung. Wieso kann man die Kokosnüsse nicht mehr zerstören? Das ist mir ein Rätsel. Ist da kein... Nee, das sieht immer aus, als ob da ein Stein liegen wird. Ah, okay. Hä? Ach, man darf nur einmal ganz kurz klicken, okay. So, okay, dann hätte ich das drüben auch schon machen können. So. Und jetzt haben wir Kokosnusshälften. Okay, Leute. Fragt mich nicht. Ich glaube, das wurde geändert oder so. Kommt mir auf jeden Fall ein bisschen komisch vor, muss ich ehrlich gestehen. Warum das jetzt so ist. Oder ich habe es falsch in Erinnerung, das mag auch sein. Auf jeden Fall, so, die haben wir. Und dann können wir gleich mal schauen. Ja, eine Hütte jetzt. Das wird uns an Lashings jetzt mangeln, Leute. Kann ich euch jetzt schon sagen. So, das Ding schmeißen wir mal hin. Ach, guck mal, das geht wirklich. Warum kann man denn so lange klicken? Verstehe nicht. Naja, ich muss ja nicht alles verstehen, oder? So, jetzt schmeißen wir die wieder hier hin. Oh nein, ich will die Kokosnuss nicht abfackeln. So, Kokosnusshälften. Und die schnabulieren wir natürlich wieder weg, ne? So, okay, nice. Jetzt will ich mal gerne schauen. Das verbraucht wahrscheinlich auch wieder mega Energie hier. Aber hier bekommen wir wahrscheinlich nur Sticks raus, denke ich mal. Aber mit der Axt geht es hoffentlich schneller als mit dem blöden Messer, Freunde. Wie die Dinger immer wegfetzen, ne? Die Physik-Engine, ey. Like a boss. Mal schauen, wie viele Lashings wir wirklich brauchen für den Häuserbau. Haben wirklich viel hinzugefügt, finde ich. Krass. Echt geil. Gefällt mir richtig gut, das Spiel. Also hat mir ja beim letzten Mal auch schon richtig gut gefallen. Und ich glaube euch ja auch. Ich meine, das war wirklich ein Projekt, was ihr ziemlich gefeiert hattet. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wer von euch Stranded Deep selber auch schon mal gespielt hat. Und wer das jetzt vielleicht auch zum ersten Mal sieht. Wie gesagt, ich denke mal, unten habe ich eine Playlist verlinkt von dem alten Spielstand. Ach, Bandagen. Woraus macht man die denn? Duct Tape und Klamotten. Okay, das ist auch nicht schlecht. So ein Bett ist natürlich auch mal nice. Was brauchen wir dafür? Vier Lashings. Wow, das ist heftig teuer.
So, Häuserbau, Foundation. Oh, guck mal. Ach, man braucht nur Sticks. Ah, man braucht gar keine Lashings. Aber guck mal, wie viele unterschiedliche wir hier... Man kann aus Stahl bauen. Man kann aus diesen Corrugate-Dingern bauen. Man kann aus den Planken bauen. Aus den Sticks. Ah, aus den Driftwood und aus den Wood Foundations. So, warte mal. Ich würde gerne mal... So, wie baue ich das denn jetzt am besten? Da ist das Campfire. So, meinetwegen. So, was haltet ihr davon? Ah, und ich konnte ohne Hammer bauen. Brauchte man nicht früher einen Hammer dafür? Warum ist das jetzt so blau? Ich weiß es nicht. Foundation? War das jetzt eine Driftwood oder nicht? Das war Driftwood. Okay. Warte mal, wir machen jetzt mal... Ja, doch eine Driftwood noch. Und dann machen wir die nächste Reihe hier hinter. Eigentlich sollte die hier hinter sein. Hier hinter machen wir mal Wood Foundation. Oder sieht das dann kacke aus? Das passt noch nicht mal. Warum passt das hier nicht? Ich glaube, weil hier hinten die Sachen liegen. So, geh du mal aus dem Weg ein bisschen. Geh ihr mal alle hier so ein bisschen aus dem Weg. Oh, das ist so schön. Man kann die so schön wegschieben einfach, ne? Foundation. So, normale Wood Foundation. Einfach nur mal... Ah, okay. Ja, dann machen wir es so. Warum nicht? So, schade, dass man nicht direkt sagen kann, ich will mehr von den Dingern bauen. Und aus diesen Sachen kann man geile Wände, glaube ich, bauen. Ich glaube, das wird ziemlich nice aussehen. Also, ich habe aber das Gefühl, man kann wesentlich schneller bauen als vorher. Ich glaube... Wie, erzähl doch nicht, ich habe hier gar keine Sticks mehr liegen. Naja, aber wir haben ja hier auf jeden Fall mehr als genug Möglichkeiten noch. Wir haben hier so viel... Warum ist das so blau jetzt? Das war doch vorhin die blaue. So. Kann man... Nee, die kann man immer noch nicht aufsammeln. Ich hätte gedacht, vielleicht kann man die jetzt aufsammeln. Das wäre auch cool, wenn das gehen würde. Ich glaube, irgendein Item oder so buggt hier ein bisschen rum, weil ich habe... Oder? Ich habe nur das Gefühl, dass es laggt. Ich weiß es nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen komisch läuft gerade. Das ist alles so ein bisschen... Kann mich aber auch täuschen. Kann auch an mir liegen, Leute. Mag sein. Schade, dass man immer noch keinen Schatten hat. Fällt mir gerade mal auf. Guck mal, die Axt wieder. Die Axt hat einen Schatten. Man selbst hat leider keinen. Ist ein bisschen schade. So, ja. Legen wir die hier hin. Also aus einem so einem Ding kann man auf jeden Fall direkt eine... Ja, das ist anders als vorher. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, muss ich sagen. So, machen wir wieder eine Wood Foundation. Zack. So, und jetzt, das liegt mir ja eigentlich alles viel zu nah. Ja, oh, 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 hier. Ich glaube, das liegt an den Items, dass das hier so ein bisschen am Laggen ist. Lass uns mal schauen, dass wir eine Wand machen. Und zwar... Nee, keine Wand aus diesen Materialien. Ah, aus Planks sieht auch geil aus. Ah, guck mal, aus diesem Tarp kann man auch machen. Ich würde aber gerne aus den hier machen. Oder aus Stahl, wie sieht das denn aus? Container Wall. Oh, Container Panel. Es gibt wirklich Container. Hier ist so ein Stahlding, aber das hier ist, glaube ich, ziemlich geil, oder? Das sieht cool aus. Würde gerne die Hütte aber noch ein bisschen größer bauen, muss ich ja gestehen. Deswegen, erstmal hier auf der Seite auch noch. Nee. Hier so hin. Ich würde gerne jetzt nochmal drei Dinger hier hinten ranpacken. Und das soll dann eigentlich so die Höhle, habe ich eben Höhle gesagt. Aber das sieht jetzt nicht so schön aus, ne, dass das hier... Ah, guck mal, man braucht auch gar keine... Fällt mir gerade mal auf, stimmt. Früher brauchte man immer noch diese... Es gibt jetzt sogar eine Tür. Ne, warte, wieso geht... Tür? Floor? Aber ein Floor ist wahrscheinlich... Nee, das ist ja keine Decke. Das ist ja ein Roof eigentlich. Oder ist Floor gleichzeitig Roof? Keine Ahnung, ich glaube schon. Farming only... Coming soon. Ah, okay. Und Medical Stuff geht auch noch nicht. Okay, Leute. Ich würde sagen, lass uns an der Stelle erstmal einen Cut machen. Wir bauen uns jetzt hier so eine kleine Existenz auf. Hier, man kann auch jetzt Treppen bauen, wie ich eben schon gesehen hatte.
Und ja, dann hoffe ich, dass ihr Spaß hattet hier bei Stranded Deep. Kloppt den Daumen nach oben, wenn ihr Spaß hattet. Genießt den Sonnenuntergang. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Stranded Deep wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin euch noch einen schönen Tag. Haut rein, ne?